Und damit herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VI, also 6. Wir sind in unserem brennenden Schloss, wir sind gerade Edgar und Kefka hat einen an der Klatsche. Überraschung. Flammend sollt ihr sterben. Aha, okay. Deine Soldaten sind auch nicht ganz dicht. Rück das Mädchen raus. Ich sagte doch, sie ist nicht hier. Ist das so? Dann seid ihr uns nicht mehr von Nutzen und Unrat muss brennen. Also, das haben wir gerade. Okay. Wow. Ich komme nicht nach links und rechts. Auch nicht da unten. Das heißt, ich kann bloß nach oben. Wir schreiten zu Plan B. Bereitet alles vor. Jawohl, Majestät. Hast du es endlich eingesehen? Kefka, du hast mich überzeugt. Zu gehen! Seht her! Der edle König ergreift allein die Flucht. Das denn ich untertan, Liebe. Was für ein Spaß! Spring auf! Fertig machen zum Abtauchen! Ja! Figaro-Tauchmodus aktiviert! Wohl an! Seht, wie anmutig die Burg Figaro in das goldene Sandmeer taucht! Ihnen nach! Tötet sie! Ach, Auto, was hast du da? Du hast die Autoarmbrust, ich verstehe. Und wir brauchen ganz dringend eine Liga auf Terra. Was habt ihr so dabei? Was hast du, Edgar? Du siehst aus, als hättest du Geister erblickt. Du hast das gerade auch gesehen, oder? Klar. Die kleine Palette Textauflage, was? Nette Tricks. Weißt du, was das war? Magie. Hört auf zu stottern! Magie! Das war Magie? Tuschel. Terra! So hieß er doch, schönes Kind. Was um alles in der Welt habt ihr da gerade angestellt? Pum. Es tut mir leid, ich wollte nicht. Ist schon gut. Eigentlich müssten wir uns entschuldigen, so zu erschrecken. Wie recht, du hast. Magie sah ich zum ersten Mal. Verzeiht meine Reaktion. Doch erlaubt mir die Frage, wer ihr seid. Punkt. Ist das nicht egal, Edgar? Terra beherrscht Magie. Wir tun das nicht. Das ist alles. Und ihre Kräfte können wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Danke, Locke. Auch dir möchte ich danken, Edgar. Hat sie gerade gezickert? Ah! Da war ja noch ein Kampf! Potion gestohlen! Gadget! Auto am Brust! Ich glaube, ich lasse. Wow! Habe ich noch eine Phönixfeder? Metalltritt. Autsch. Ich glaube, ich bin ein bisschen unterlevelt. So ein kleines. So ein Müll.
für Figaro. Nein, nein, nein! Glaubt nicht, das wird das Ende sein. Ich zahle euch alles heim. Yippie! Waren die böse? Ich hab solche Angst. Terra, es gibt ja jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Wir sind Mitglieder der Untergrundorganisation Rückkehrer. Ich möchte, dass ihr unseren Anführer Banon trefft. Magie wird eine Schlüsselrolle in unserem bevorstehenden Kampf spielen. Magie. Euch ist diese Kraft zu eigen. Außerdem reagiert ihr auf die Esper. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich sage doch, dass ich keinen blassen Schimmer habe. Als ich mir meiner Kraft bewusst wurde, konnte ich sie bereits wie von selbst anwenden. Doch kein normaler Mensch ist von Geburt an imstande, Magie zu wirken. Ja, super. Super gemacht, Edgar. Ganz toll. Verzeiht. Was soll ich nur tun? Gestahl wird nicht eher ruhen, bis er euch und euer Geheimnis in Händen hält. Doch das darf nie geschehen. Mit solcher Macht ist das Imperium die Welt in den Untergang. Und auch ihr wisst gewiss gerne, was hinter euren Teilen steckt, nicht wahr? Ist dem so, dann trefft Banon und findet die Wahrheit heraus. Bitte, du musst uns helfen. Gut, brechen wir nach Süden auf. Dort sollten wir auf eine Grotte stoßen, die nach Südfigaro führt. Oh, okay. Cool. Moment. Grotte im Süden. Ist hier eine Grotte im Süden? Ist das eine Grotte? Das ist eine Grotte. Okay, ich bin an der Grotte. Was mache ich jetzt? Ah, ich kann absteigen. Ich verstehe. König Edgar, wohin führt euer Weg? Durch die Grotten wollen wir gehen Osten nach Südfigaro reisen. Bitte was? So, dann geht es nordwärts zum Hauptquartier der Rückkehrer. Berichte dies, wenn du zur Burg zurückkehrst. Zu Befehl! Mögen die Götter euch schützen. Also erstmal geht es nach Osten, Richtung nach Südfigaro. Huch. Warum ist er jetzt alleine dahin gelaufen? Ich meine, ich beschwere mich nicht. So kann ich mich direkt mal heilen. Ich könnte auch mal speichern. Moment. Wir gehen nochmal raus. Ich muss speichern. Raus. Ach, was geht zu? Angriff. Gadgets, Autoarmbrust auf alle. Magie, Feuer auf dich. Oder so, alle tot. So, mal eben speichern. Das können wir nämlich nur auf der World Map oder an diesem komischen Leuchtding siehst. Ja. Und wieder rein. Und wieder zum Vita-Brunnen und wieder voll heilen. Vita-Brunnen. Was hat euch mit der Schildkröte auf sich? Wir werden es mit Sicherheit erfahren. Links, rechts, gehen wir nach rechts. Rechts sind Gegner. Oh, was seid ihr denn? Wow, ihr lebt noch. Bitte stirb. Danke. Foppers. Hier ist er. Oh Gott, die... Ein Hinterhalt! Yay! Habe ich jetzt gerade irgendwas gestohlen? Ich habe nicht aufgepasst. 280 Gil. So, wo führt denn die Treppe hin? Nehmen wir erstmal die Treppe. Die Treppe führt
ihrer Kiste. Ach, das hat man mit Äther erhalten. Kisten sind toll. Oh, wow. Pack doch mir noch ein paar mehr ein. Ich kann nicht sagen, dass mir das Magiesystem hier gefällt in der Ballauflage. Hat diese komische Sortierung. Au, Tor, Brust. Lock steigt eine Stufe auf. Das mag ich. So, was haben wir da? Da ist eine Kiste. So, Gadget auf. Was kann ich das irgendwie beschleunigen? Es gibt diesen Knopf da oben. Kann ich den irgendwie auslösen? Damit so ein Kampf schneller vonstatten geht. Oder ist das schon die schnellere Geschwindigkeit? Dann geht's nicht lang. Dann geht's nicht lang. Epoxpless. Okay, alles klar. Denkt euch einfach mal einen Namen aus. Epoxpless. Ich habe hier so eine Biene kreiert, wie soll man die nennen? Keine Ahnung, haben wir auf jeden Fall Tastatur. Ah, Potion. Sehr schön. Ich mag Potions. Terra steigt auf, aber noch nichts Neues. So, da kommen wir jetzt zu der Kiste, die wir gerade schon gesehen haben. Einmal Phönixfeder. Ich hab so das Gefühl, die werden wir auch brauchen. So, oh schade, der Arm muss zuerst. Alles tot, keine Potions für mich. Die Musik macht komische Sprünge, wenn man mit dem Kampf raus. What zum Henker? Was ist hier los? Warum sind hier so viele Kämpfe? Oh, ein Allheilmittel. Ein Allheilmittel, das ist sehr gut. Die Musiksprünge. Oh, da geht's wieder. Hier geht's weiter nach oben. Nichts gestohlen. Wir haben das Nichts gestohlen. Items. Warum habe ich nur 9 Potions? Ach, ich habe vorhin keine neuen gekauft, nachdem wir gestorben sind. Fertigkeiten. Terra. Weißmagie. Rita auf alle. Ich muss doch irgendwie jetzt mit auf alle. Hätte sie mir bestimmt in den fortgeschrittenen Kampffähigkeiten erzählt, wie das geht. Schade. Gadgets. Nee, warte. Erstmal stehen. Dann Gadgets. Nichts gestohlen. Schon wieder. Jetzt haben wir schon das zweite Nichts. Edgar steigt auf. Das finde ich schön. Okay, dann sind wir da. Oh ja, hier. Hallo? Hallo? Nanu? Dieser Geruch? Das Teeservice, welches er so liebte. Das ist sein Lieblingstee. Potion halten. Das ist sein Bett. Achso, wir können drin schlafen. Das ist. Okay, alles klar. Sag, Edgar, kennst du denjenigen, der hier wohnt? Auf alle Fälle wohnen sie hier zu dritt. Hallo? Ah,
Was hat der Hammer hier war? Hast du gerade auch schon gestanden? Guter Mann! Wisst ihr, wo ich den finde, der hier wohnt? Gewiss doch, gewiss. Vor einigen Tagen brach er auf in die Berge, kurz nach Meister Duncans Tod. Der aber Meister ward ermordet. Auch Duncans Sohn Vargas gilt als vermisst. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. In die Berge? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht sollten wir erstmal nach Südfigaro, bevor wir in die Berge gehen. Wir gehen schon in die Berge, ne? Huch! Wir kommen einfach nur mal raus. Okay. Ne, gehen wir erstmal nach Südfigaro. Und halt! Bleibst du hier? Halt! Halt! Halt, Shadow! Shadow! Das ist Shadow! Ich wusste gar nicht, dass man den hier schon treffen kann. Hallo? Ah, da ist er doch. Punkt, Punkt, Punkt. Sind wir dir etwa keine Antwort wert? Moment, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das war doch... Niemandem gilt seine Treue und niemand kennt das wahre Gesicht hinter seinen kalten Augen. Shadow. Shadow. Ein kaltblütiger Assassine. Für Geld tötet er sogar seine Eltern meucheln. Wohl besser wäre das uns gar nicht mit dem ein, was? Man kann ihn benennen, er ist natürlich ein Gruppenmitglied. Kann man mit dem Hund sprechen? Zurück. Der Hund hat was gegen Fremde. Okay. Okay. Duncan unterrichtete auch seinen Vater Vargas. Sein Sohn Vargas. Entschuldigung. Doch schien dieser keine besonderen guten Fortschritte zu machen. Ich sehe gerade, geht's runter. Wo geht's denn dahin? Hallo? Verschwinde, bin beschäftigt. Muss dieses Fläschchen dem alten Oberschlucht Schluckspecht springen. Stör ein Mann nicht bei seiner Arbeit. Aus dem Weg. Bin ja schon weg. Alter Opa Schluckspecht. Was für eine nette, das wäre ein netter Name für einen alten Mann. Sonst haben wir hier nichts. Nix. Toll. So, wo ist jetzt der alte Oberschluckspecht? Ist der vielleicht hier oben? Ah, dann hier ist die Herberge. Hier können wir für Geld übernachten. Burg Figaro hat sich gegen Gestahl erhoben? Ihr Götter, das Letzte, was ihr gebrauchen könnt, ist ein Krieg. Eine Übernachtung kostet 80 Gil. Nein. Wir haben in Sabangs Hütte schon geschlafen. Halt, da könnte was drin sein. Da ist nichts drin. Wo bin ich denn hier? Mit Accessoires kann man sich mannnützliche Fertigkeit aneignen. Seht, wie schnell ich bin. Au! Toll! Was die Jute macht. Accessoires sind mit äußerst nützlichen Effekten versehen. Zum Beispiel Laufstiefel. Das hatten wir doch schon! Das hat uns der Typ in der Abenteuer-Novizenschule erzählt. Genau derselbe Text. Es ist exakt derselbe Text. Warum sind sie so teuer? Was machen die? Doppelt so schnell laufen. Schmuck in Sternform. Schützt ein Träger vor Gift. Schützt eure Gefährte im kritischen Zustand. Schützt vor Stein. Schützt vor Blind. Wir könnten einmal Laufstiefel kaufen. Und... Ja, vom Rest... Keine Ahnung. Bin ich der Meinung, dass irgendeiner hier sich jemand vor jemand anderen stellen sollte. So, ausrüsten. Edgar, du kriegst die Laufstiefel. So, damit dürfte ich jetzt doppelt schnell unterwegs sein.
Ja, jetzt bin ich doppelt so schnell unterwegs. Aha. Aha. Bist du der Typ, der den Onkel Schluckspeck sein? Der hat auf alle Fälle ein Ziel. Der hat auf alle Fälle ein Ziel. Dem rennen wir jetzt mal nach. So, hier ist er rein. Hallo. Mein Dienst ist erledigt. Wage es ja nicht, meinen Feiern zu stören. Zieh Leine. So, bist du Opa Schluckspecht? Mit Fremden pflege ich nicht viel zu plaudern. Doch brächtest du mir ein leckeres Tröpfchen, wer weiß. Du hast gerade... Wow, das ist wirklich ein Schluckspecht. Mein Opa war früher mal Bote für den reichen Onkel, der im Norden der Stadt wohnt. Aha. Aha. Wo geht's denn hin? Das ist alles sehr verbaut. Wow. Warum bin ich jetzt hier rausgekommen? Wie ich gerade sagen wollte, hier ist alles sehr verbaut. Potion. Sehr schön. Sehr schön. Mehr Potions. Und, wir müssen ja mal Schluss machen. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Potion. Wenn es euch gefallen hat bisher, dann sehen wir uns auch relativ morgen wieder. Das ist von hier gegen die Kreuzberge. Das ist, schön. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.